Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 11. Part von The Walking Dead, A New Frontier. Ich hab's jetzt einfach mal als Hauptprojekt gemacht, weil ich wollte es ja unbedingt, wenn Episode 5 rauskommt, spielen mit euch zusammen, da aber gerade Night in the Woods gestartet ist erst. Und ich das Projekt nicht unbedingt unterbrechen, weil ich dachte mir, komm, Dragon Age Origins läuft ja eh jetzt perfekt aus, dann machen wir es als Hauptprojekt. Es bleibt trotzdem bei 20 Minuten pro Part, nur es kommt eben jeden Tag um 15 Uhr. Noch eine kleine Sache, bevor wir starten, beziehungsweise zwei kleine Sachen noch. Erstens, Episode 5 ist zum Zeitpunkt, wie ihr das hier jetzt schon seht, ist schon draußen, bei mir aber noch nicht. Heute ist der 28., wo ich das aufnehme, denn ich bin nicht zu Hause, wenn Episode 5 rauskommt. Also kann es sein, dass zwischen Episode 4 und Episode 5 ein paar Tage nichts kommt von The Walking Dead, weil ich nicht ganz genau weiß, wann ich wieder nach Hause komme, um wieder aufzunehmen. Sobald ich zu Hause bin, werde ich natürlich dann Episode 5 aufnehmen, aber nur, dass ihr wisst, dass da eben ein kleiner Gap dazwischen sein kann. Und ihr seht auch schon, hier steht Episode 4 fortsetzen, denn ich habe schon mal 3-4 Minuten gespielt, dann ist meine Aufnahme abgeschmiert. Und deshalb muss ich das Ganze jetzt nochmal neu starten. Also ich kenne die ersten 3-4 Minuten, das ist aber, denke ich mal, nicht so wild. Hier mehr Optionen, dann starten wir Episode 4 neu, aber ich muss ja schon vorlesen. Episode 4, dicker als Wasser. Als die Gemeinschaft von innen bedroht wird, schmiedet Javier unerwartete Bündnisse, um seine Familie zu beschützen. Dann starten wir Episode 4 neu. Yep. Wir wollen die Entscheidungen überschreiben. Ich erinnere mich noch ganz, ganz dunkel an Episode 3, das Ende, das geschossen wurde. Also beziehungsweise die Schussgeräusche gehört haben, während genauso ein Bildschirm hier war. Also nein, ohne das Ladesymbol, aber ein schwarzer Bildschirm. Wir wissen also nicht, wer auf wen geschossen hat. Daran erinnere ich mich noch, und dass Davids Gruppe irgendwie Scheiße gebaut hat. Aber wir kriegen ja jetzt einen schönen Rückblick. Vielleicht hilft er mir ein wenig auf die Sprünge. No! You monsters! Fucking Garcias! You took my goddamn guts out. Joan was in on it. We did it on her orders. I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. We don't need your help. I'm begging you! I'd hold it there, folks. And I'd consider explaining yourselves. I asked you to get Kate and Gabe safe, not tuck your tail and run. They were our family, David. How could you? Piece of shit! I'll give you family! Und genau das meinte ich mit dem schwarzen Bildschirm und den Schussgeräuschen. So wirklich auf die Sprünge geholfen hat mir der Rückblick jetzt nichts. Zumindest nicht, was die Machenschaften von der neuen Grenze angeht. Ich weiß immer nicht, was es genau. Was war irgendwelche Handelssachen oder so? Ich weiß es nicht genau. Es tut mir leid. Ist schon so lang her. Aber ja, an die Szenen konnte ich mich soweit noch erinnern. Und wir werden vielleicht von uns anderweitig irgendwie auf die Sprünge geholfen. Better up, betting cages. Okay, wir schauen jetzt hier einen Rückblick oder sowas zu haben. Also sieht mir jetzt nicht wirklich nach Zombie-Apokalypse aus. Wobei, die Frau da, die da telefoniert, die läuft schon ein bisschen komisch, ne? Was ist der ein Zombie? Alter, da ist Javier noch ohne Bart. Sieht lange nicht so cool aus wie mit. Wie bei jedem Menschen. Jeder Mensch braucht einen Bart. Auch Frauen. Ach, David. I'm out of practice, that's all. Same here. Das glaube ich dir überhaupt nicht. Well, you got all afternoon to get back in your groove. Oh yeah. Just holding this thing makes me feel better. Ach, David, es macht doch nicht mal mehr den Schlag. I've been wrestling with something. Hey! Wrestling mit Randy Orton? You're Javier Garcia, right? The ball player? Can I get an autograph? Wir sind ja richtig berühmt. Can you sign my baseball? That would be so awesome. Ja, natürlich. Einem Fan kann ich nichts ausschlagen. Auch wenn David uns gerade irgendwas erzählen wollte. Ich meine, er kann ja kurz warten, denke ich mal. Dass wir kurz jemandem ein Autogramm geben müssen. Ich meine, wir sind halt eine Prominenz. No names.
band players' signatures are worth way more on resale than personalized crap. Also bist du kein Fan, sondern willst nur für deinem Kind eine Lehre. Und schreib irgendeinen Namen wahrscheinlich hin. Ah, nee. Oder? Not for resale, geil. You want to make money? Get a job. Whatever. Das war kein Fan. Das war kein Fan. Sonst hätte sie ja den Ball für sich gewollt. Es war einfach nur jemand, der Money gerochen hat, weil er mich gesehen hat. Und jetzt muss ich schon gleich treffen. Okay, mit einer Taste, das kriege ich hin. Natürlich treffen wir. Also wir sie für David, damit er sich besser fühlt, nicht treffen, Alter. Ja. Wir pushen mein Ego, Alter. Oh, David. David. Knock that shit off. I'm serious. You just talk. It's annoying. Beruhige dich, David. Komm schon. Wir sind ein bisschen hier rum, schlawinern, ein bisschen hier necken, ja, und schon rast es aus. No, I don't do that anymore. I still can't believe you actually wanted to come here. If I were in your situation, I'd avoid batting cages forever. Well, thanks for bringing me anyway. I needed the distraction. Distraction? Das ist hier pures. Pures Ego-Pushing. I think your ego's boosted plenty. Nee, finde ich nicht. Next time we go to the shooting range. I don't really shoot, but I do. And I'm good at it. Du willst auch nur. Fuck. Komm schon, calm down. Shut up. Stupid thing. Sei kein Schlappschwanz. Oh, come on, don't be a wuss. A wuss. I used to tell you the same thing. Ja, so wechseln die Rollen, mein Lieber. Back when we were younger. I remember I showed you how to play this game. Well, so, und jetzt hat der Schüler seinen Mentor überholt. Watch this. Als würde ich nicht treffen wollen. Hallo? Oh my god, the crowd is going wild. I got it. Die Sprüche danach sind halt immer so ein bisschen müssten nicht sein, aber oh David. David. Werd erwachsen. Knock off the tantrum. Grow up. You just can't resist making your little digs, can you? Was für ein bisschen necken. It's Javi the star thinking he's better than me. Nein, Baseball bin ich auch besser als du anscheinend. Hm? What's going on? David. I don't understand. You don't understand because you only think about yourself. And I'm sick of it. It's been that way for years. Ja, dann hilf mir doch, es zu verstehen, David. Dann hilf mir doch, es zu verstehen. Let me help you. You really want to help? All right. Drive me down to the recruitment office next week. The army? My job sucks. Kate and I fight like cats and dogs. I belong back in the army. I had a purpose there. I had respect. Deine Familie braucht dich. Also, er hat Kinder und eine Frau. Also, klar, natürlich, wenn er das unbedingt will, kann er es trotzdem machen, aber. Things between me and Kate have been going downhill for a while. Dann kann natürlich Abstand ein bisschen helfen für eine kurze Zeit, aber. Ja, nee, ist auch nicht ungefährlich, ne? Ich werde dich nicht aufhalten. Dafür bin ich nicht qualifiziert. Wenn du das unbedingt willst. I'm not gonna lie. If I go, it's gonna be hard on everyone. Kate may need help from time to time. You can help, right? You won't leave her hanging? I need to know that. In my mind. Du kannst auf mich zählen. Since you won't. If you want to go, wahrscheinlich nicht so väterlich wie du, aber. Thank you. I really mean it. Ein bisschen darauf achten kann ich natürlich, auf die Frau meines Bruders und auf die Kinder meines Bruders. We good. Come on. Let's get out of here. Buy your beer. Ein Bier, das klingt doch mal super duper geilo. Wieso können wir nicht länger in der Situation sein? Die ist viel schöner als so eine Zombie-Apokalypse, ja? So. Ja, gucken, und schon sind wir wieder hier, ne? Toll. On the road, remember? Can't you help us now? Of course I remember. That's why I haven't shot you already. That's how I'm helping you. Jones making a huge mistake.
Na, immerhin, nur schießt uns nicht direkt. Hey, everybody just take a breath, all right? I was just trying to tell them that's your mistake right okay. there. You can't fight everybody. So erstmal einen tiefen Atemzug nehmen, hat er gemeint. She just wants order. Cooperation is the name of the game. There's still a way through this. Du tust einfach, was sie sagt. Joan enforced the laws. You do what she tells you to do, huh? Go along with whatever she says just to keep your place. It's not like that. Joan's got a tough job. She needs all our help to keep this place safe. You boys want to make it out of here. Just relax and trust in the process. Auf den Prozess vertrauen. Was meint es mit Prozess? Meint er wirklich einen Prozess vor Gericht in Anführungszeichen? Oder einfach so ein Prozess, der so lang läuft sozusagen, der einfach was eben ein Prozess ist. After I brought you in, after I saved your asses, this is how you treat me. Betrayal, lies. Ich bin nicht der Feind, David. Das ist das Wichtigste. We have to figure out what to do about Joan. Joan's betrayal wasn't as bad as yours, little brother. Do you have any understanding of what they're doing to me? I'm being set up. And I don't even want to think about what they'll do when they find Kate. I could have found a way to protect all of you. But now? Ja, wir, sie werden aber Kate nicht finden. You gotta still have some friends here, right? I thought Lonnie was a friend. He turned on me. And you shot him. Any friends you haven't killed you yet. It's everyone out for themselves nicht. These days. Hör auf zu schmollen, verdammt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. That sucks. I get it. But now you've got to stop sulking and decide what you're going to do about it. Genau, jetzt müssen wir hier richtig Fahne beziehen. I did the best I could. Can't say I never tried. I have always given 100%. Gib jetzt nicht auf. I know, David. No one's tried harder than you. You've never given up on what you believe. Never. Und auch jetzt darf das nicht passieren. The problem is, I don't know what to do now. There's no way out of this. They got us boxed in here, literally. Bereiten wir uns auf alles vor? We don't know what they're planning. Ja, we just also have to get ready. Take the opportunities as die anderen beiden aus Amerika haben sich so pitches, wirklich exactly like pitches. Sinnvoll. Wir müssen uns einfach bereit für das Unerwartete sein. Erwartet das Unerwartete. Armed Escort, you're that scared to face me? Oh, David, I'm not scared of you. I came here to talk, not fight. You're not going to be a problem, are you? I just want a calm discussion between us. Okay, du hast hier das. You got the guns. You set the terms. I'm glad you're willing to work. Wir müssen jetzt erstmal Ruhe bewahren. Bringt jetzt nichts, hier irgendwie schon mal Stress zu machen. But I know what the real danger here is. And you need to hear about it. Ich bin mal ruhig. Ich sag mal gar nichts. Sie soll erzählen. Thank you. Those raids were unfortunate, but necessary. Mm-hmm. The real danger was another long winter. I should have been told about this. David, you remember how many friends we lost last year. I couldn't bear to see it happen again. Tomorrow morning, I'm going to call for a gathering in the square. The people deserve to hear a full explanation of your arrest. And then? Then you'll be replaced as head of security. No one's above the law, David. Not even you. I know the laws, Joan. You're the one breaking them. David verdient das nicht. A fair shot. He doesn't need to be replaced. If he was as good as you say, he wouldn't be in this position, would he? You set me up. Everyone's gonna see through your lies. Komm, es sind zwei Schüsse damals gefallen, ne? Er hat aber Lonnie auf jeden Fall schon. Wo kommt der zweite Schuss her? Auf Lonnie? And they'll also see that the biggest threat to them right now is you. We'll debate all of this in the morning. Right now, David, I need to ask you some questions. In private. Bring him with us. Ja, ihr müsst eure AKs hier nicht um mit hochnehmen, ne? Ganz ruhig. Dann dürfen wir uns hier also allein unterhalten. Mit uns selber, ja super. Kann mir nicht jemand auch Fragen stellen, wenigstens? Ist doch langweilig jetzt. Wir müssen hier raus. Ja, das sehe ich eh nicht. Ja, die wird sich bestimmt öffnen lassen, oder? Wir gucken uns das erstmal an. No one's out there.
Oder macht mein Magen irgendwelche weirden Geräusche? Öffnen lässt sie sich bestimmt, oder? Ach, das hätte ich damit jetzt auch nicht gerechnet. Gut, er will also wirklich jetzt entkommen. Alles klar. Die Spinde. Ah, guck mal, den können wir öffnen. Vielleicht ist da irgendwas Sinnvolles drin. Nö. Anscheinend nicht. Okay, huch, da hänge ich fest. Okay, die Bank. Darauf stehen. Okay, was soll das bringen? I'm not gonna get up there from this bench. Kannst du dich nicht an den Spinden hochziehen? Bist du nicht irgendwie athletisch oder so? Ah, okay, die ist festgemacht. Retterlose. Try it. Nope. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ein Stuhl, vielleicht können wir damit irgendwas aufschlagen. No time to rest. Aber den kann man doch bestimmt... Der ist nicht festgemacht, den könnte man bewegen. Eine Lampe, damit könnte man theoretisch jemand niederschlagen. Ein Rohr. Ob wir das so rausziehen können? Ah, guck mal. Na, guck mal, da haben wir ein Rohr. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Duschkopf. Okay. Jetzt haben wir auch noch einen Duschkopf. Okay, wir müssen jetzt hier MacGyver-mäßig alles... Wir werden am Ende einen Panzer haben. Mit den Sachen, die wir gerade aufheben. Der Hocker bringt den, kann er nur angucken. Ja, keine, also ich hätte jetzt am ehesten gesagt, dass wir irgendwie auf die Spinde müssen. Da hätten wir doch den Hocker oder den Sessel benutzen können, aber nun gut. Nun gut. Okay, huch. Häng da mal nicht so lang rum. Wir können das Rohr hier benutzen. Okay. That's not gonna work. Nee, kannst du knicken. Ist da oben ein Alarm? Das sieht so aus. Okay. Da können wir nochmal... Could squeeze through there. Boah, das ist aber... Nein, niemals. Also ich meine, du bist dünn, aber... Du bist nicht Clementine. Kannst dich nicht so überall durchquetschen. Glaube ich zumindest nicht. Ah ja, guck mal, jetzt können wir noch mal kurz greifen. Ja, okay, jetzt wird er tatsächlich... Aber jetzt glaube ich nicht, dass wir da durchkommen. Weil wir müssen das Fenster kaputt schlagen. Das heißt, es würden die möglicherweise hören. Ah, jetzt wenigstens ein bisschen leiser machen können. Da passt du doch niemals durch. Okay, wenn das Ding lose ist, dann... Ich glaube, nachdem wir sich durch die zwischen den Stäben irgendwie. Javi. Alter, erschreck mich doch nicht so, du doofe Kuh. Warum bist du nicht weg? Then I heard the glass breaking. You're alive. For now, you escaped the guards. Barely. We gotta get you out of here. Take this. Help me pry these bars off. Shit. Give it a push from your side. Okay. Ah, hier zu zweit. Komm, Teamwork. Oh, das ist alles so laut. Da passen wir natürlich durch, das ist klar. Aber das könnte für David Probleme... Wobei, ja, aber er kann eigentlich natürlich nichts dafür, dass wir fliehen, aber trotzdem wird er vielleicht dafür auf die Fresse bekommen, ne? Gesichter in der Menge. Okay, und jetzt heißt also Sneaky Action, um hier rauszukommen. Da vorne ist das Tor. Was ist das? Zombies. Ja. Walker. Los Muertos. Daran erinnere ich mich noch. Schöne Blumen. Where are you taking me? Eleanor found a place. Gabe's there with the others. Okay. I've been hiding out there. For as long as we can. Is Gabe okay? Is Gabe all right? He'd rather be charging in to save David right now, but. I convinced him to be cautious. Das ist gut. We should probably keep moving. Ja, umso schneller wir in diesem Versteck ankommen, umso besser, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, they're around. I had some close calls on my way to find you. Almost got caught. But I got lucky. Ich bin beeindruckt. You must be feeling better if you're sneaking around like this. Entschuldigung. But I'll get my rest when we're safe.
Vor ich bin beeindruckt, dann sagt er sowas. Das ist irgendwie ein bisschen was anderes, aber nun gut. All clear. Come on. Wieso ist denn das so weit weg? I saw them take David from the quarantine building. Yeah. How's he doing? I can't be his wife anymore. But he doesn't deserve to be locked away. Ich habe ihm nichts gesagt. I didn't tell him anything about how you feel. He's going to figure it out eventually. Maybe. But he's busy with more important things right now. Ja, und wir sollten auch mit wichtigeren Dingen beschäftigt sein. Würde ich jetzt einfach mal. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist mein Lieblingssatz. Ui, aber da. Hold up. Das war knapp, zum Glück. Konnte ich noch schön den Stick nach unten drücken. In einer Geschwindigkeit, von der selbst Flash beeindruckt wäre. Gräber. They're gonna be looking for you soon. It's only a matter of time before they find the room empty. Schätzt dich selbst. They want me more than you. Yep. If they spot us, don't be afraid to leave me behind. That's not going to happen. Liebe macht blind. Liebe macht eindeutig blind. Okay, mit der schönen Amerika-Flagge. Achtung. I don't like this. Same. Come on. Let's get inside. Vielleicht wurden sie entdeckt da drin und deshalb geht hier so viel ab. Keine Ahnung. Telltale präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead, A New Frontier, Episode Nummer 4. Jetzt kann es richtig losgehen. Würde ich einfach mal behaupten. Würde ich einfach mal... Okay, stopp. Aufhören, das zu sagen. Da würde ich halt mal behaupten, klingt besser als das weiß ich, weil ich weiß es ja nicht, ob es jetzt richtig losgeht. Vielleicht ist es doch jetzt direkt vorbei. Weiß ich nicht. Kann sein. Deshalb behaupte ich lieber, anstatt zu wissen, wenn ich es nicht wirklich weiß. Ah, die Herde. Die hier an die Tore von Richmond sich gewagt haben, muss man ja sagen. Wenn sie uns gegenüberstehen, ist es wirklich ein Wagen. At dawn. Also beim Morgengrauen, glaube ich. Ja. Schöne Statue ohne jegliche Gesichtstextur. Folge 4. Thicker than water, dicker als Wasser. Nun gut. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von The Walking Dead and New Frontier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist nach dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.